Willkommen zurück zu Maniac Mansion. Beim letzten Mal haben wir das Glas mit Wasser befüllt, um jetzt nicht... ich wollte nicht die Tür nehmen. Ich wollte hier einfach durchgehen. Und mal gucken, ob das Tentakel dann, zufrieden ist, wenn wir dem ein bisschen Wasser geben. Und ob es uns dann vorbeilässt, das wäre ganz toll. Also ich glaube, wir müssen nämlich nach da oben. Meine ich so in Erinnerung zu haben. Normalerweise würde ich ja sagen, man schaut sich alles an. Hey, Tentakli, wo ist was zu trinken? Ja, hier, möchtest du was Wasser? Ach, nee, wo ist es da? Gib Glas Wasser zu grünes Tentakel. Danke, ach, guck mal. Es lässt uns durch. So, jetzt haben wir hier eine Tür. Schauen wir doch mal, was da ist. Ich hoffe, wir werden nicht gefangen genommen. Davor habe ich nämlich Angst. Ah, hier ist es dunkel. Hier ist ein Aktenschrank. Interessant. Schalten wir doch mal die Taschenlampe ein. Was ist das denn hier alles? Gibt es hier irgendwo eine Lampe? Hier. Rotlicht. Können wir die einschalten? Ah, wunderbar. Dann können wir die Taschenlampe ja wieder ausschalten. So. Ja, ich habe ein bisschen Angst immer, wenn ich in einen Raum reingehe, dass ich dann gefangen genommen werde und im Kerker lande. Ich meine, das ist nicht so schlimm, aber deswegen bin ich hier ein bisschen vorsichtiger. So, die Schale ist leer. Was haben wir hier? Tisch einfach nur. Vergrößerer. Hm. Und Aktenschrank. Können wir den öffnen? Der ist abgeschlossen. Ja, schade. Schließ auf. Ja, womit denn? Mit Kettensäge. Nee, ich glaube... Hier können wir noch nichts machen, aber... Huch, jetzt ist das Tentakel weg, oder steht es wieder hier vorne? Nee. Mache ich vielleicht die Tür wieder zu? Ach, nee, ist auch egal, glaube ich. So, gehen wir mal hier weiter nach oben. Mal schauen, was uns hier begegnet. Schön hier der Torbogen mit so einem Teufelskopf. So, hier sind jetzt wieder eine Reihe von Türen. Ich habe keine Ahnung, was sich hinter diesen ganzen Türen befindet. Ugh. Ja, vielleicht fangen wir mal vorne an. Und falls ich gefangen genommen werde, naja, dann weiß ich ja, wie ich aus dem Kerker wieder rauskomme. Oh, ist das Ednas Zimmer? Was haben wir denn hier? Ein Funkgerät? Kann man das benutzen? Es ist doch nicht an. Okay, dann schalte ich es halt ein. Es funktioniert nicht. Vielleicht fehlt ein Teil. Ah. Gut, hier ist ein Steckbrief. Kann man den lesen? Gesucht wegen zahlloser grausamer Taten. Ein mörderischer, schleimiger, lila Meteor. Wenn Sie ihn sehen, rufen Sie an. Ach du Jemine, okay. Bild von Edna. Hier ist noch ein Bett. Na, ich glaube, damit kann man nichts machen. Was ist das hier? Ah, 10 Cent. Die können wir doch mitnehmen, nicht öffnen. Nein, auch nicht benutzen. Nimm. Ja, das habe ich gesucht. So, jetzt haben wir 10 Cent. Wahnsinn. Und jetzt gehen wir hier die Leiter hoch. Das sieht auch sehr, sehr cool aus. Ah, ein riesiger Lautsprecher. Ach, hier ist das Tentakel wieder. Oh, ich bin so deprimiert. Ich werde niemals meine Band haben. Mein Leben endet im Nichts. Ich werde nie etwas erreichen. Selbst das Essen hat nicht geholfen. Ach, du armes Tentakel. Was machen wir denn mit dir? Hier ist ein Poster, Disco Sucks. Mom. Und hier ist eine Stereoanlage und eine Schallplatte. Können wir die mitnehmen? Sehr gut. Ich weiß zwar noch nicht, was wir mit diesem ganzen Zeug, was wir jetzt einsammeln, später mal machen, aber... das hier? Ah, ein gelber Schlüssel. Können wir den mitnehmen? Yeah. Das Tentakel sagt da auch nichts dagegen. Gut, können wir irgendwie diese Boxen einschalten? Passiert da was? Das klappt nicht. Ja, ja, war ja klar. Was ist hier mit diesem Kassettenrekorder? Können wir den einschalten? Und jetzt? Passiert auch nichts wirklich. Hm, okay. Aber ich habe doch eine Kassette, die könnte ich da einlegen. Benutzt Kassette mit Stereolage? Nein, andersrum.
Gehe zu. So. Jetzt nochmal. Benutz Kassette mit Stereoanlage. Es ist leer. Ja, wie? Es ist leer. Kassette oder was? Schalt ein. Es ist leer, okay. Das lässt sich nicht öffnen. Ja, ich möchte aber jetzt meine Kassette doch wieder mitnehmen. geht das jetzt nicht mehr? Schalten wir das nochmal aus. Muss ich da jetzt auf die Kassette? Ah, okay. Alles klar, habe ich meine Kassette wieder mitgenommen. Also ich weiß nicht, vielleicht muss ich die ja auch da reintun, aber... Ich weiß jetzt noch nicht, was man dann macht. So, aber unten war doch auf jeden Fall auch so ein Plattenspiel, ein Plattenspieler, wo ich dann vielleicht die Platte, die Schallplatte drauflegen kann. Gucke ich jetzt noch in die anderen Räume? Ach, ich bin so ein Schisser, ne? Ach komm. Ah! Schnell weg hier. Okay, das war, glaube ich, Ednas Zimmer. Ob die mich jetzt findet? Nee, ich glaube nicht. Okay, ich bin ihr entkommen. Sehr gut. Was ist hier? Ah, schnell weg hier. Ich glaube, der folgt mir gar nicht. So wie das aussieht. Da habe ich ja nochmal Glück gehabt dann. Okay, und was ist jetzt noch hinter dieser Tür? Ah. Ein Playboy-Kalender. Überflüssige Körperteile. Igitt. Kann man die mitnehmen? Naja, er sagt dann nur Igitt. Okay. Was haben wir hier im Sarkophag? Können wir den öffnen? Aha. Hier ist ein Kissen und hier ist ein Fernseher. Okay, nimm das Kissen. Das kann ich nicht nehmen. Okay, okay. Können wir den Fernseher einschalten? Das klappt nicht. Ja, klappt hier irgendwas in diesem Haus? Scheinbar nicht. Oh, ein Kraftomat. Können wir den benutzen? Yeah. Wirst du jetzt ganz stark dadurch? Ah, jetzt fühle ich mich viel stärker. Gut. Und hier ist ein schönes Mumienposter. Und hier ist eine Behindertentoilette, so wie es aussieht. Nicht benutzen, öffne. Will die Tür öffnen? Ah, Badezimmer. Cool, hier ist ein Schwamm. Können wir den mitnehmen? Hier ist wieder ein Waschbecken. Oh, es hat an der Tür geklingelt. Ein Paket. Für den Ed, oder wie hieß er? So, jetzt schnell auf Bernhard wechseln. Den habe ich extra draußen warten lassen, damit der sich das Paket schnappen kann. Nein, komm, geh da lang. Ich hoffe, wir werden nicht erwischt. Beeil dich doch, Junge. Ich weiß gar nicht, wo das Paket steht. Ah, hier. Dann nehmen wir uns das mal mit. Was ist eigentlich hier? Hier sind Büsche. Oh oh. Da kommt Ed. Kannst du das Schild nicht lesen? Und jetzt hau endlich ab! Tja. Jetzt hat er die Tür zugemacht. Und so komme ich hier natürlich jetzt nicht rein. Aber ich habe ein Paket. Hm, ja. Was ich damit machen kann... Ach, ich kann es vielleicht öffnen. Einige Briefmarken sind runtergefallen. Also waren da jetzt nur Briefmarken drin, oder? Naja, gut. Ich weiß nicht, ob es so gut ist, wenn ich vor dem Haus stehen bleibe, aber machen wir das einfach mal. Und wechseln wir wieder zu Sid. So, hier ist eine Toilette. Nicht die aufmachen. Okay. Was passiert, wenn ich die Toilette abziehe? Gar nichts. Wirklich, okay. Hier ist... Kann ich den Duschvorhang öffnen? Oh. Ruf doch mal Edna an. Aha. Wer ist das? Hallo? Hm. Tja, keine Ahnung, was es hiermit auf sich hat. Können wir irgendwie die Dusche anmachen? Oder so? Was ist, wenn ich den Wasserhahn anmache? Achso, nicht den... Schalte ein.
Wasserhahn. Schade, ich dachte, dann würde vielleicht, wenn ich hier überall das Wasser laufen lasse. Auch in der Dusche die das Wasser laufen, aber nein. So funktioniert das leider nicht. Und hier aus dem Fenster kann man auch nichts sehen. Okay. Gut, gehen wir wieder zurück. Wir haben jetzt einen Schwamm. Wir sind jetzt voll stark. Vielleicht können wir jetzt irgendwas öffnen, was vorher nicht ging. Und diese Tür bleibt noch übrig. Was gibt's hier? Eine fleischfressende Pflanze. Hallo. Ja, und ein Tisch mit Schreibmaschine. Benutze Schreibmaschine mit... Tja, ich glaube, hier habe ich nichts, um das zu benutzen. Hier ist ein Kamin und hier ist ein Familienporträt. Sehr, sehr schön. Warum sind die eigentlich alle so blau? Liegt das an den Meteoriten? Wahrscheinlich. Da ist noch eine normale Pflanze. Und hier ist ein Farbfleck. Ich habe jetzt eine Idee. Das muss man andersrum machen. Benutzt Schwamm mit Farbfleck? Naja, passiert nichts. Vielleicht müsste ich den Schwamm erst nass machen. Probieren wir das mal aus. Ich habe keine Ahnung, was sich hinter der Tür befindet. Oder nicht hinter der Tür, hinter der Wand. Oder hinter dem Farbfleck. So, achso, der Wasserhahn läuft ja noch. Benutze Schwamm mit Waschbecken. Jetzt ist der Schwamm nass. Beziehungsweise Schwammwasser. Naja, okay. Laufen wir nochmal hier hin. Und benutzen den Schwamm mit dem Farbfleck. Geht das? Nö. Gut, dann halt nicht. Hätte ja sein können. So, alles klar. In dieses Zimmer gehe ich jetzt nicht rein. Ah, man hätte natürlich jetzt, während der Ed zur Tür gegangen ist, hätte ich mal in sein Zimmer gehen können, aber... Naja. Ich schaue jetzt, glaube ich, doch nochmal in dem Raum, wo der Plattenspieler war. Ich glaube, das war einfach das Wohnzimmer. Aber hier ist auch, warte mal. Die Tapete abgerissen, aber nee, da kann man nichts tun. Okay. So, also wenn die Zimmer von denen da oben sind, dann müssten diese Zimmer hier ja eigentlich ungefährlich sein, oder? Oh, cool. Ein Gaming Room. Ey, Zack McCracken. Auch noch so ein Spiel von LucasArts. Air-Hockey-Tisch. Video Fever. Ah, hier kann man bestimmt die Münze reinwerfen und das spielen. Ich weiß aber nicht, ob ich das machen sollte. Und hier ist noch eine Dartscheibe. Okay. Ja, weiß ich nicht. Schauen wir uns vielleicht später nochmal an. Was ist hinter dieser Tür? Es ist schon wieder dunkel. Da muss ich nochmal meine Taschenlampe einschalten. Und schauen, ob hier irgendwo eine Lampe ist. Das wäre voll praktisch. Hier. Schalte ein die schöne Tischlampe. Schalten wir die Taschenlampe wieder aus. So, hier ist ein Diplom und Arzt per Postdiplom. Sowas gibt's. Kann man den Tisch öffnen? Also die Schublade. Aha. Manuskript. Ja, nehmen wir das doch mal mit, oder? Was ist hier an der Tafel? Interessante Formeln. Was ist, wenn ich jetzt meinen Schwamm benutze? Wo ist der da? Dann wische ich einfach hier diese Formeln weg. Das klappt nicht. Ja, okay. Untersuchungstisch. Mhm. Ja, ich frage mich, was die hier so treiben in ihrer Freizeit. Oh, das ist gruselig. Naja, geht so, ne? Ist doch nur ein Skelett. So, ist irgendwas im Medizinshop? Dafür braucht man einen Spezialschlüssel. Vielleicht den gelben? Das klappt nicht. Ja, gut, natürlich. Sonst noch irgendwas hier? Nö. Achso, können wir eigentlich das Manuskript lesen? Liest sich wie eine Lebensgeschichte, aber es ist schrecklich geschrieben. Hm, ja. Es ist von einem Meteor? Sehr seltsam. Okay, interessant.
Achso, hier war ja nichts. Gut, dann habe ich mir hier alle Räume angeguckt. Dann schaue ich doch jetzt mal einfach hier. Ich habe jetzt keine Angst mehr vor den Türen. Ah, ein Atelier. Haben wir Plastikfrüchte. Können wir die nicht mitnehmen? Jo. Können wir auch den Pinsel mitnehmen? Jo. Und auch diesen Farbentferner. Ah, vielleicht kann ich den auf dem Farbfleck benutzen. Und was sind hier für getrockneter lila Schleim? Den fasse ich mit Sicherheit nicht an, ja. Würde ich auch nicht machen. So eine Staffelei und ein paar Bilder hier noch an der Wand. Ja. Ach so, kann ich denn vielleicht den Schwamm mit dem Farbentferner benutzen? Benutze Schwamm mit Farbentferner? Das wäre echte Verschwendung. Was soll das denn jetzt heißen? Habe ich jetzt den Farbentferner entfernt? Ist der jetzt weg? Weil der Schwamm immer noch mit Wasser ist. Oh. Nicht, dass es jetzt nicht mehr funktioniert hier, das Spiel. Wenn ich irgendwas kaputt gemacht habe. Dann noch mehr Farbentferner gibt's nicht. Das wäre ziemlich blöd. Ich würde sagen, wir testen das jetzt nochmal. Wo war dieser Raum? Ganz oben, oder? Und diese Musik geht schon ziemlich ab. Ich hoffe, die ist nicht zu laut. So, dass man mich davon kann. Warte, hier war das nicht, ne? Hier war das Rotlichtzimmer. So, ich glaube, es war ganz hinten durch. Jetzt muss ich mir auch noch merken, in welchem Raum was war. Nee, hier, oder? Ah, nee. Doch, hier hinten durch, okay. Wenn das jetzt nicht funktioniert, dann habe ich vielleicht ein Problem. Ja, passiert gar nichts. Hm. Und den Pinsel kann ich auch nicht benutzen hier irgendwie. Hallo. Benutz Pinsel mit Farbfleck. Das geht nicht, okay. Tja. Weiß ich nicht, ob ich es jetzt kaputt gemacht habe. Ich glaube nämlich, dieses Spiel, man kann auch Fehler machen und dann ist es nicht mehr zu schaffen. Ah, hier ist eine Luke. Ich komme nicht ran, ja. Ist ja auch kein Riese. Gut, dann werde ich vielleicht mich mal informieren, ob ich diesen Farbentferner brauche und zur Not dann nochmal ja, bis hierhin spielen. Und falls es auch sonst so geht, dann ja, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht es gut. Tschüss.